Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch im Automatron DLC. Beziehungsweise mittendrin im DLC. Wir sind mitten in der Mission. Ich habe mitten in der Mission meine Aufnahmesession beendet, konnte deswegen offscreen nichts machen. Und ja, jetzt schon eine Woche her, seit ich glaube ich das Spiel gespielt habe. Muss noch gucken, ob ich mal weiß, wie alles geht, ne? Wie heiße ich nochmal? Warum bin ich Level 53? Pff. Mal sprechen der Roboter an meine Seite und so, ja. Natürlich immer noch im Ladebildschirm. Ich denke immer irgendwie, der ist viel schneller vorbei. Und tu die Aufnahme dann starten. Ich bin jetzt schon eine Minute hier am Sitzen. Mir ist die 20 Sekunden, die ich sowieso immer rausschneide. Und jetzt hat sich erst das Ding hier geladen. Und ja. Vor der Aufnahme wollte sich noch so eine Update-Datei bei mir installieren. Habe ich jetzt aber abgebrochen, weil die war 2,3 Gigabyte groß und das hätte jetzt noch ein bisschen gedauert. Und in meinen Trophäen war schon das nächste DLC gelistet, welches irgendwie Wasteland Creatures heißt. Also ja, irgendwas mit Monster fangen habe ich ja schon gesagt letztens. Und war ein bisschen verwirrt, warum das da schon aufgelistet war. Wo ich das noch nicht runtergeladen habe, obwohl das noch gar nicht raus ist, glaube ich. Aber ja, hätte ich aber, wenn es jetzt raus gewesen wäre, nicht installiert, weil wir sind mitten in dem DLC, da müssen wir jetzt nicht direkt ins nächste einspringen. Machen wir erst mal eine fertig, dann kommt der andere. So, hier sind wir stehen geblieben, genau. Dann war da irgendwo schon ein Gegner, das weiß ich noch. Wir haben wieder diese super geile Power Armor, der unbesiegbar sind. Unbesiegbar. Und ja. Ja, schon Schütze. Und er geht da irgendwo hin und macht irgendwas platt, ne? Gilt. Oh, ich freue mich wieder, das Spiel zu spielen. Schon so lange her wieder. Ich bin voll auf den Zug von diesem Spiel. Wir waren irgendwo Gegner letztens. Er hat mich doch gehört. Warum nehme ich immer Rattengift mit? Was ist das hier? Nehmen wir mal mit. Ich kann ja viel tragen mit meinen Dingen. Okay. Halt. Halt. Warum war das rot? Okay. Ja, der Unterschied ist aber, wenn man dir den Kopf abreißt, scheint es dir noch relativ gut zu gehen. Ihr allerdings nicht. Also ja, so fair ist das jetzt auch nicht. Vor allem, wo ist hier jemand? Ich nicht benutzen, ne? Ah, Ivy. Oh, was? Vergessen schon, Hexe, was? Oh Gott, hier bist du ja. Die Tür zu machen. Ha, den Mülleimer. Danke. Finde ich sehr gut. So, kritischer Treffer. Nein, ich dachte, ich hatte schon voll. Mann. Wo ist das? Lass mich nur kurz nachladen. Okay, danke, tschüss. Was? Oh Gott. Was ist mit mir los? Oh, okay. Da muss ein bisschen Vorbereitung, glaube ich, getroffen werden. Habe ich ein paar Minen, die werden jetzt richtig geil. Alter, wie viel der Strahl abgezogen hat, ne? Ja. Vor allem mit einer super starken Power Armor, ne? Die stärkste im Spiel. Also bis jetzt. Vielleicht gibt es ja noch eine stärkere, keine Ahnung. Ich merke gar nicht, aber voll viel Rats.
Soll ich die Mini, aber dann kann sie ja nicht vorbeigehen, ne? Sie ist wahrscheinlich so blöd, auch wenn ich ihr sagen soll, dass sie warten soll. Ist mir trotzdem voll. Warum ist das rot angezeigt? So, haben wir ein paar Minen. Am besten Impulsminen. Wir haben eine Kyromine, ja super. So. Wo ist die? Oh, du bist. Dass sie Ex-Typin war direkt hinter mir, ehrlich. Warum bist du denn jetzt auf einmal wieder hinter mir? Nein, ich will keinen mehr dabei mitnehmen. Dieser extreme Schaden schon wieder, ne? Oh mein Gott! Dieser Schaden! Oh, und ich bin tot, glaube ich. Vor allem, wie schnell die hinter mir ist, ne? Ja, was soll ich denn dagegen machen? Die zerfetzt mich in der Luft. Ach, guck mal, wie schnell die hinter mir ist. Habe ich meinen Fatman dabei? Ich glaube nicht, ne? Auch nicht. Lass mich doch mal ein bisschen auf Abstand gehen, verdammt. Geht schon mal so nicht. So, gib mir Medics, gib mir Psycho. Ja, genau. Ich möchte jetzt am besten nicht von irgendwas abhängig sein. So, ja komm. Autsch. Das ist so traurig. Nein, ich habe keine Dings. Den Sprung überlebe ich nicht, auch nicht mit V-Armor. Also mal ein bisschen weiter weggehen von mir. Ich kann gar nicht auf dich schießen, wenn du die ganze Zeit so nah auf mir dran bist. Ja, und die ist natürlich weg, ist klar. Flammenwerfer. Einfach nur, weil sie eine Hexe ist. Oh mein! Gleich ist sie weg, gleich ist sie weg. Ich will gar nicht wissen, wie stark den... Nein! Mechanist seine Roboter sind. Oh mein Gott, die verfolgt mich überall hin! Hey, ein bisschen übertrieben jetzt mal ganz ehrlich. So, auf den Start. Stirb. Schieß. Drei Schüsse abgeben, ich weiß es. Boah, oh mein Gott. Ich hoffe, meine selbstgebauten Roboter können auch so stark werden. Das ist auch voll übertrieben, ey. Wie die mich auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Alter. Ja, du bist auch noch da, ne?
eine Power Armor an. Warte mal. Ich hätte gebufft, wenn ich das erledigt hätte. Was hast du denn für eine Waffe? Ich ja noch gar nicht. Oh. Macht mir irgendwie gar keinen Schaden. So, deine Birne ist schon mal frei. Wahrscheinlich ist das Ding irgendwie voll effektiv gegen Roboter oder so. Das ist süß, danke. Macht mir aber irgendwie gar keinen Schaden. Kannst du mal vielleicht dran arbeiten? So. Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. So. Dann ebenso. Gut Tesla. Erhöhter Energieschaden. Okay, die Dinger können auch Effekte haben. Oh, ich merke gerade, das ist eine Tesla-Rüstung. Perfekt. Ein Elektroschneller, die auf andere Ziele überspringt. Wow. GT60 Helm. Links Bein, rechts Bein. Werde ich nicht alles tragen können, aber gucken wir mal. Ja, die Roboter-Dinger brauche ich nicht. Trotzdem noch rumlaufen, okay. Ach, weil die wahrscheinlich kaputt sind, ne? Hier gibt es auch eine Tesla-Rüstung. Die habe ich immer am liebsten getragen. Wo die voll kacke eigentlich aussah. Mir da eigentlich nur irgendwie so. Warte mal, ist das eine Dingens? Ist eine. Ja, genau so. Er hat überall so Glühbirnen und also was. T60, rechter Arm. Das hat einfach nur der Effekt. Da hat ein Sternchen, also wird es ja wohl gut sein. Mit der bin ich immerhin vor 3 rumgelaufen mit der Tesla-Rüstung. Ja, aber die hier würde mehr geben. Egal. Problem ist, die ist gerade kaputt. Also. Was soll's. Und ich werde die jetzt auch nicht reparieren, weil sonst wiegen die auf einmal mehr. Ja, kaputt wiegen die nichts, aber repariert wiegen die voll mehr. Keine Ahnung. So. Ja, bitte. Schon mal alle Dinger nachladen, damit ich nicht schon wieder mitten im Kampf hier nachladen muss. Technische Dokumente. Erotisches Gedeck. Jetzt weiß ich, was mir fehlt, ein Schrotgewehr. Aber ich glaube, ich absichtlich nicht mitgenommen. Okay. Ich meine, okay. So, haben wir jetzt hier alles erledigt? Sollen wir schnell speichern, ja? Vielleicht eine Idee. Erbeuteter Aggressotronkopf. Und das Nachladen aufgeladen. Je mehr Nahrung, desto höher Schaden verschreibt Benutzer. Ach, da ist eine Waffe? Okay. Aggressetron Klinge. Noch eine Waffe? Ja, ich bekomme ja nur noch neue Waffen. So, was dagegen hätte, ne? So, Hey. Ach, okay. So, du nimmst mal. Oder wiegt gar nichts. Hä? Was wiegt denn ja? Nimm das. Ich will dich tun. Nimm den!
Denn wir sind da unter Fort Hagen. Hagen. Ist das ein Fatman, ehrlich? Warum bekomme ich jetzt einen Fatman? Du hast Belohnung. Ja, du hast den übermenschlichen Gegner besiegt. Jetzt kriegst du die ultimative Waffe. Das verliert Tales of Logik. Du hast den stärksten optionalen Boss erledigt. Okay, hier sind die stärksten Waffen des Spiels. Genauso schwachsinnig. So. Du kannst auch keine Waffen benutzen, denn ich gleich auf einmal sehe, wie du mit einem Fatman rumschießt. Ich will gerne weiter, wenn ich kann. Gut, Geld ein, hallo. Wir können so lange. Gelber Trenchcoat, hatte ich den schon? Okay. Ich habe jetzt geschlagen. Ja. Kommen wir jetzt hier raus. Ich will vielleicht mal meinen ersten Roboter bald bauen. Weil Ada kann irgendwie nicht ja, mir zustimmen oder so, habe ich so das Gefühl. Also bringt es irgendwie nichts, wenn ich sie mitnehme. Ich hätte gerne ein Level ab, damit ich hier dieses Dings leveln kann. Konnte ich das schon leveln? Also die Fähigkeit aussuchen, dass ich jetzt mehr Strahlungsschaden mache, Energieschaden und länger mit Fusionskern rumlaufen kann? Oder musste ich noch Intelligenz hochballern? Ich glaube, Intelligenz habe ich schon hochgeballert. Endlich sind wir raus aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Ach, ich sehe, wohin das führt. Soll ihr einen Roboterkörper bauen, ne? So, jetzt gehen wir aber erstmal zur Red Rocket Raststätte. Wow, was? An den Konvents erstellen, habe ich Roboter, um an ihre Teile zu kommen, ja. Und wenn wir die erledigen, kriegen wir auch mehr Roboterteile. Mein Gott, sieht voll aus wie so ein gefallener Engel. In Roboterform. Spiele viele japanische Rollenspiele, deswegen weiß ich, dass meistens sehen so mechanische Engel irgendwie immer so aus. Ja, genau das will ich auch machen, einen gut ausgeruhten Bonus, damit ich mehr Erfahrungspunkte bekomme. Jawohl, ich kann wahrscheinlich sowieso jetzt nichts benutzen, wegen meiner Power Armor. Ja. Mark 2. Und was habe ich jetzt hier? Mark 3. Upf. Nimm du mal meine... Nimm du mal die Tesla-Sachen. Oh, Tesla, die... Oh. So, mir wird der Platz hier langsam ein bisschen eng. Ich habe schon 11 Power Armors. Ja, so blöd, dass man die überall abstellen kann. Ich meine, ist gut natürlich, aber wenn man die irgendwie so richtig positionieren will, ist das sehr doof. So, Mark 3 Helm. Mark 3 rechter Arm fehlt noch. Also die Mark 2 Dinger können weg. T60, links Bein und so. Brauche ich eigentlich nicht Datei. T60, Helm, links Bein und rechts Bein. Fehlt hier irgendwo noch was? Ist hier 60 oder ist 51? Ja, irgendwann, ich hab von jeder Lackierung bald einen. Also ja, vor allem die kann man sich immer wieder kaufen, die Power Armor Dinger, also diese Gestelle. Ich habe mal einen im Diamond City gekauft und ich konnte wieder einkaufen. Das ist ja schon mal richtig geil.
So, Mann. Das hat reparieren. Ich hatte die auch reparieren. Ja. So. Warte mal, ist jetzt ist ja eigentlich aufgeballert jetzt wie blöde. Verbessert Schadens- und Energieresistenz. 230 und 185. Warte mal. Rechter Arm. So. 230, 185. 270, 210. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Schade. Man hat so ein Sternchen. Das ist eigentlich, das bedeutet nur, dass das einzigartig ist, oder? Die Tesla Armor sah immer am besten aus. War, glaube ich, eine Enklave-Rüstung. Die Enklave hat jedenfalls das Ding als erstes benutzt. So, bin immer noch zu voll. So, Aggressor-Tronhelm. Lass mal anziehen, wie der aussieht. Pff. Ehrlich? Na, weg damit. Vor allem, der hat keinen Effekt und so. Sau blöd. Ja, was ist der Trenchcoat? Ja. So, jetzt kann ich wieder Sachen. Okay, weiß ich, was das hier für Waffen sind. Tesla-Gewehr behalte ich mal. Hat einen Effekt, das ist vielleicht gut. Oh, sorry, hier sind neue Waffen und so. Okay. Probier mal die Dinger aus. An dir. Nein. Wollte ich mal nicht. Ich wollte mal gucken, ob ich die verbessern kann noch. Aber erstmal ich mir meine Erfahrungspunkte ab. Ach, vorher gehe ich schlafen, damit ich mehr Erfahrungspunkte bekomme. Du fühlst dich gut ausgeruht. Ach, Karim ist auch noch hier. Aufgepasst. So, am besten Mission abgeschlossen, Erfahrungspunkte. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich, dauert nur einen Augenblick. Hier haben sie ihn wieder, in einem Stück. Ich weiß nicht, warum sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Wir haben keine Wahl. Es behauptet, dass wir es brauchen, um in die Anlage des Mechanist zu kommen. Wie dumm von mir. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Sei nicht albern. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Das ist nett von Ihnen. Seit ich zugelassen habe, Curry hat das geliebt, okay. In dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. So darfst du nicht denken. Deine Persönlichkeit hilft dir, Curry hat das geliebt. Zu denken. Ich weiß es zu schätzen, was wir vorhaben, aber es ist offensichtlich, dass mein Persönlichkeitsmodus nur weitere Fehler verursacht. Ich werde nach Kräften versuchen, das in Zukunft zu vermeiden. Und jetzt habe ich sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Ja. Mauer Jezebel, einen Körper. Uah. Gut, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.